Einen wunderschönen guten Morgen. What's poppin'? Heute war ich voll verwundert. Ich habe nämlich einen Jumpsuit angezogen, was ich schon vor der Schwangerschaft habe. Und ich wundere mich immer, dass ich manchmal noch reinpasse. Zum Glück habe ich früher schon Oversize getragen. Passt einfach in meine alten Klamotten. Ich wollte ja heute das Beistellbett aufbauen. Das habe ich ja die ganze Zeit schon im Auto. Und ich sag die ganze Zeit zu Leo, kannst du das Bett hochbringen? Und er die ganze Zeit, ja, das mache ich gleich. Nicht gemacht. Und gestern Abend, kannst du das Bett hochbringen, damit ich es morgen dann aufbauen kann? Ja, ich mache es morgen früh. Heute Abend bin ich fertig. Okay, nicht gemacht. Jetzt denke ich mir so, ich glaube, ich mache es selber. Ich hasse es. Also wirklich, das ist etwas, was mich ein bisschen nervt an der Schwangerschaft. Dass ich nichts machen kann. Nichts Schweres heben kann. Und das ist eigentlich gar nicht so schwer. Wisst ihr, was ich meine? Ich mach's jetzt einfach. Ich hasse es. Das ist einfach... Ich hasse es. Ich bin aber auch ein sehr ungeduldiger Mensch. Wenn ich Sachen erledigen will, dann will ich das halt gleich erledigen und nicht später. Deswegen hasse ich es. Und Leo sagt immer, ja, ich mach's später. Ja, ich mach's gleich. Oh, nervig. So. Geschafft. So schnell ging's. Und es ist eigentlich gar nicht schwer. Also deswegen brauche ich keinen Mann, der mir hilft. Wie man so voll merkt, wie ich innerlich einfach pisst bin. Und das zeige ich jetzt nach oben. Und versuche das mal aufzubauen. Da fehlen, glaube ich, Schrauben. Ich bin mir nicht sicher. Naja, werde ich dann sehen. Es hat keine Sekunde gedauert. Und Mila ist schon drin. Hey, die Katzen, die lieben einfach Babysachen. Sie sind selber noch Babys. Hi. Ich trage euch jetzt Bibi Bubu. Ist witzig. Dieser Gang ist zu schmal für meinen Bauch und für das Bett. Und es ist irgendwie so seitlich. Tja, wen haben wir denn da? Oh, du bist ja süß. So. Ich bin so verschwitzt, heute ist so heiß. So, geschafft. Eigentlich kommt das Beistellbett hier hin und die Kommode kommt dafür weg. Und die Kommode will Mama haben. Ich habe eigentlich eine Klimaanlage gekauft, aber die ist da drin. Ich habe Bock, die auszupacken. Ich bin gerade so in so einem Nestbautrieb und deswegen kann ich einfach nicht chillen. So, es kann einfach nicht warten. Ganz komisch. Mila will schon ihr Bett einweihen. Voll krass einfach. Das war mal Elianas Bett. Da hat Eliana einfach mal drin geschlafen. Die war mal so klein. Wie schnell die Zeit vergeht, gell? Nimm mal normal, guck mal, wie ich schwitze. Das ist einfach, also es ist einfach nass. Krasser Scheiß, ich muss mich abtrocknen. Ich muss, glaube ich, nochmal duschen. In Ala wurde es, glaube ich, zu heiß in dem Bett. Ich schlüpfe jetzt hier. Meine kleine Mausi. Hier habe ich übrigens schon eine Wickelauflage. Aber ich glaube, der Bezug ist zu klein. Eigentlich geht es hier noch so rein. Und das hat sich gereimt. War schlecht. Ich glaube, das war es dann jetzt auch an Babysachen, was wir vor der Geburt besorgen mussten. Also jetzt sind wir eigentlich komplett ausgestattet. Genau, also Kinderwagen haben wir da. Ah, nee. Autositz brauchen wir noch. Genau, einen Autositz brauchen wir noch und dann sind wir ready. Am Anfang braucht man, glaube ich, noch nicht so viel. Flaschen und so, sowas habe ich auch. Wir sind vorbereitet. Ich mache jetzt Mittagessen, weil ich habe so Hunger. Ich brauche ein bisschen Stärkung. So, ich habe jetzt einen Salat gemacht. Das ist so ein Paprika-Apfel-Pinienkernsalat. Das ist eigentlich der Brokkoli-Salat von Thermomix. Aber ich mache da einfach kein Brokkoli rein. Ich hatte kein Brokkoli und dann habe ich gedacht, ich mache da nochmal ohne. Und irgendwie finde ich, schmeckt es besser ohne. Aber ich finde, es ist Geschmackssache. Aber das esse ich jetzt zum Mittag richtig healthy, weil ich warte jetzt auf Anna, weil sie holt mich gleich ab. Wir fahren nämlich zum Tierarzt. Toffi geht es nämlich wieder nicht so gut. Also immer noch nicht so gut. Der hat nämlich jetzt genießt und es kam Blut raus. Und letztes Mal wurde eine Röntgenaufnahme gemacht von ihm und der Tierarzt hat, glaube ich, auch Blut, soweit ich weiß. Mal schauen, was der Tierarzt sagt. Mann, ey, der Arme. Das kam ja von heute auf morgen gefühlt. Also der kam irgendwie nach Hause und hat er schon die ganze Zeit so
wie so, also versucht irgendwie zu würgen, aber es kam nichts raus. Und dann hat Anna erstmal abgewartet und dann ging es halt nicht weg. Und dann ist Anna zum Tierarzt und der Tierarzt hat dann geguckt, ob was irgendwie im Hals drin steckt, aber da steckt nichts drin. Genau, und heute, also der Tierarzt hat vermutet, dass Toffi eine Entzündung hat im Hals. Und jetzt hat aber Blut genießt. Ja, und er sieht ganz, ganz träge aus. Ja. Wir sind jetzt hier im Auto. Ich hatte kurz, das ist glaube ich keine Panikattacke, aber ich hatte so Panik irgendwie im Auto. Musste voll anfangen zu heulen. Deswegen bin ich gerade so verschmiert. Und zwar hat Toffi jetzt seit Tagen schon so Probleme irgendwie. Und die letzten Tage hat er auch so Schleim mit Blut ausgekotzt. Und jetzt wird es halt immer dunkler sozusagen, dieses Blut. Also es ist nicht nur so gemischt mit Blut, sondern es ist halt so richtig Blut gefühlt. Und es kommt auch aus seinem Auge und seiner Nase. Also es ist so wie halt eine Erkältung. Also ich habe halt dann gegoogelt. Mann, das darf man nicht machen. Also ich war mit ihm schon vorgestern beim Arzt und da hat er gesagt, dass er halt nur eine Infektion hat, eine Entzündung, und dann hat er Antibiotikum bekommen. Seitdem wir beim Arzt waren, schlimmer geworden, also ist irgendwie schwächer geworden und so zieht sich voll zurück, also noch mehr zurück und geht gar nicht mehr raus. Kann das sein, dass er auf das Antibiotikum reagiert? Kann auch sein. Und der Arzt hat schon gesagt, der ist aber dünn. Und dann war ich so, ja, er war schon immer eigentlich dünn, aber irgendwie heute dachte ich, er ist schon krass dünn. Und dann habe ich halt gegoogelt und dann stand da halt, wenn dieses Blut, ich habe dann halt auch dran gerochen und so, wenn dieses Blut halt krass riecht, also wenn es wirklich einen üblen Geruch hat, dann ist es was Lebensbedrohliches. Und das hat mir irgendwie so krass Angst gemacht, dass ich so kurz Panik bekommen habe. Weil er auch so dünn ist und so, weißt du, da denke ich so, aber er ist ganz normal. Ja, es wird schon nichts sein, Anna. Weil darauf habe ich eigentlich, also darauf habe ich geachtet, weißt du, dass er halt isst und trinkt. Also wenn er noch isst und trinkt, dann ja, aber ich frage mich so, ob es halt sein Körper noch aufnimmt sozusagen, weiß ich mein. Oh Mann, richtig schlimm. Ich muss mich beruhigen und gucke ich. Essen kotzt er ja auch nicht aus. Also, nee, das bleibt ja drin. Genau, deswegen, also ich glaube. Ja, ja, schon, aber ich frage mich, ob er es dann einfach ausscheidet, ohne dass sein Körper sozusagen das aufnimmt. Aber kann auch sein, das ist gerade meine Sorge. Kann auch sein, dass der wirklich auf das Antibiotika jetzt so reagiert. Ja. Da und sein Auge tränt halt. Ich glaube, man sieht es gar nicht so richtig. Und wenn man dieses tränige Auge abwischt, dann ist es halt so braun, blutig. Das war bei Ihnen alle auch. Wir sind jetzt schon auf dem Heimweg und es ist alles gut soweit. Es wurde ein Blutbild gemacht und da wurde auch nichts Auffälliges gefunden. Also eigentlich ist jetzt alles ganz normal. Wir hoffen jetzt mal, dass es einfach eine harmlose Infektion ist und dass es in ein paar Tagen weggeht. Warum drängelt er sich vor? Oder was macht er? Hier stand nie da. Ich hab sein parkende Autos. Ich bin gerade selber voll verwirrt. Ich bin auch selber verwirrt. Heute hat Eliana eine Übernachtungsparty. Eigentlich nur mit Leo, also. Also nicht der große Leo. Also nicht Katz Leo, sondern Rochelles Leo. Und zwar schläft er bei uns zum allerersten Mal. Nee, der hat schon mal bei uns geschlafen, als er 7 Monate alt war oder so. Echt? Ja, da waren glaube ich Rochelle und Martin auf einer Hochzeit oder so. Auf jeden Fall hat er schon mal bei uns geschlafen, aber, aber jetzt ist es halt so eine richtige Übernachtungsparty. Die baden dann auch zusammen und so. Was ich voll witzig fand, zu Eliana gesagt, ja, willst du mit Leo baden? Und dann war sie so, ja, aber dann ist er doch nackelig. Und ich so, ja, ist doch okay, und dann können wir zusammen baden. Und dann meinte sie so, ja, aber dann ziehe ich ein Bikini an. Krass. Krass, dass sie jetzt schon so
verbrühtes Schamgefühl hat. Ja, genau. Also weißt du, so, dass sie so denkt, sie muss sich so bedecken vor ihm, weil er ein Junge ist. Bei Eliana generell denke ich mir voll oft, also das ist so ein bestes Beispiel dafür, dass Kinder einfach schon mit einem Charakter geboren werden. So, das hat ihr nie jemand gesagt. Das hat ihr nie jemand gesagt. Aber vielleicht sieht sie es halt an uns. Ja. Dass wir halt auch nicht voreinander nackt rumlaufen, so. Ja, aber wir ziehen uns da auch eigentlich vor ihr aus, weißt du, was ich meine? Ja. Ja, und wenn auch ein Mädel, wenn sie jetzt mit einem Mädchen baden würde, dann wäre es egal. Mhm. Ist nur, weil es ein Junge ist. Krass irgendwie. Mhm. Ja, auf jeden Fall, genau, werden die, also wird Leo bei uns übernachten und Eliana freut sich schon die ganze Woche darauf. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich habe heute 2 Kinder bei mir. Leo hat nämlich bei Eliana heute geschlafen. Das haben sie sich schon sehr lange gewünscht. Und deswegen haben wir es jetzt mal gemacht. Die beiden, die spielen echt richtig gut zusammen. Früher haben die sich richtig oft gestritten wegen jeder Kleinigkeit, aber mittlerweile harmoniert es echt. Also es kommt immer noch zu Auseinandersetzungen, aber halt nicht mehr so oft wie früher. Ja! Gell? So, jetzt geht's ins Auto. Wir haben jetzt schon gefrühstückt. Ich gehe jetzt noch mit den Kindern kurz zum Rossmann. Ich muss nämlich meine Einwegbilder, also ich habe meine Einwegkameras hier einschicken lassen, also entwickeln lassen die Bilder und die hole ich jetzt ab und ich hoffe, die sind jetzt da, weil letztes Mal, als ich dorthin gegangen bin, waren die noch nicht da. Und später gehen wir zum Tischtennisfest von Hans. Der hat nämlich ein Tischtennisfest organisiert. Ich freue mich schon sehr drauf. Er hat wirklich so richtig viel Zeit und Liebe da reingesteckt. Deswegen bin ich mal sehr, sehr gespannt, wie das wird heute. Und die Kinder kommen natürlich auch mit. Dort gibt es nämlich auch einen großen Spielplatz, wo die dann so spielen können. Leo, ich habe so viel Geld. Hast du Geld, Leo? Ja. Ich habe ganz viel. Ich auch! Komische Gespräche. Ich habe 100. Ich habe 2. Ist das jetzt ein Battle? Stellt euch vor, wir würden als Erwachsene auch so reden. Die Auto drückt, dann kommt die Perle raus, dann kann man die essen. Sicher? Ja. Komm, wir gucken mal noch was anderes. So, wir sind jetzt hier angekommen. Die Kids dürfen sich jeweils eine Sache aussuchen und die Entscheidung fällt ihnen ganz schwer. Willst du das? Okay, Eliana? Willst du das nehmen? Ja. Okay. Ich nehme das mit einem Auto. Okay. Aber das hast du doch schon, oder? Nein. Sicher? Ja! Ich spüre meine Hände. Und ich fand, es wird euch wieder fangen. Ich hab... Das Eis ist weg. Ich bin wieder ein Monster. Ab in meine Höhle. Judy hat mir Blumen mitgebracht, die sind so, so schön. Das war, der Strauß war so groß, dass wir es aufteilen mussten, aber schaut mal, wie schön die aussehen. Wir sind jetzt hier und schauen gespannt zu. Falsch verstehen hier. Spannung steigt. Oh. Oh. 42. Wow. Wow. Salat ist schon gut. Wow. So random Preis. Echt so. Wow, Salami. Wow. Oder so, weißt du, so Hanuta-Riegel. Ja. Juhu. Und Hans? Ja.
bist zufrieden? Absolut. Zwei Topstars in Pforzheim gibt es immer. Ja, war eine richtig gute Show auf jeden Fall. Für mich war es eine gute Show. Super, klasse, hast du so Bock gemacht. Wir sind jetzt wieder zu Hause, kommen gerade von dem Fest. Und es war echt ein sehr, sehr schöner Tag. Meine Schwestern sind jetzt gerade bei mir. Wir haben nämlich zu Hause kein Internet. Ganz schlimm. Also für mich wäre es auch schlimm. Und deswegen werden die jetzt die Woche bei mir schlafen, damit sie halt auch lernen können, weil Angelina hat ihre Prüfungen und ich wollte mich für heute mal verabschieden. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bye!